Tag. Das ist einer der beiden Hauptdarsteller des letzten Spiels, Sergi Bruguera. Vielleicht hat auch er, so wie Michael Stich zuvor, ein wenig Lampenfieber. Es ist sein erster Auftritt beim ATP-Finale. Das sein Gegner, während wir hier noch die Daten des Spaniers im Bild kurz hatten. Stefan Edberg, der Mann, der was in der Birne hat oder vor der Birne hat. Wir haben es vorher gesehen bei dem netten, doch sehr aufwendigen Spot seines Sponsors. Ein ganz interessanter Mann, Sergi Bruguera, ein überzeugter Katalane aus Barcelona. Rang 4, so hoch stand seit Manuel Orantes kein Spanier in der Weltrangliste. 11 Turniersiege insgesamt, deren 5 im Jahre 93. Natürlich French Open, das ist jedem noch im Gedächtnis. Für viele ganz überraschend, für ihn selbst und seinem Vater überhaupt nicht. Er sagt, ich war im Jahr vorher schon knapp dran, habe gut gespielt. Und denn Stefan Edberg träumt von so einem großen Erfolg auf Sand. Er hat alle Grand Slam Turniere gewonnen, die es zu gewinnen gibt, mit Ausnahme der French Open. Aber interessanterweise, Turniersiege 93, einen, den hat er in Madrid feiern können. Auf Sand, seinem nicht so geliebten Belag, und ausgerechnet gegen seinen heutigen Gegner Sergi Bruguera. Er ist der erfahrenste Mann hier von den 8, die sich für das ATP-Finale, für die ATP-WM haben qualifizieren können. Mit seinem Coach Tony Pickard. Zudem noch in Doppelfunktion. Er ist ja auch Davis Cup Captain des britischen Teams, wenngleich dort bei weitem natürlich nicht so erfolgreich, was natürlich auch nicht an ihm liegt. Denn die Briten haben ja seit Jahren schon, seit Roger Taylor und Mark Cox, keinen großartigen Tennisspieler mehr. Noch ein Blick auf die Bilanz der beiden Kontrahenten des heutigen Tages. Herauszuheben natürlich auch 1990 French Open Paris. Der erste große Auftritt des Sergi Bruguera, als er in der ersten Runde den topgesetzten Stefan Edberg ausschaltete. Überhaupt ein historisches Ereignis für Roland Garros, denn auch Boris Becker erlitt an diesem Tag eine für ihn damals historische Niederlage in der ersten Runde. Sein Gegner damals, vielleicht wissen Sie es noch, Goran Ivanišević. Der Blick, eigentlich typisch für den Schweden, vielleicht auch symptomatisch für das gesamte Jahr. Es lief überhaupt nicht viel zusammen für ihn. Man denke da unter anderem an den Davis Cup in Borlänge. Da munkelte man, da munkelten die Experten, er würde gar nicht spielen. Er musste spielen als Schwedens Nummer 1. Er war überhaupt nicht in Form, und es bestätigte sich bei der Niederlage gegen Mark Kevin Göllner. Für ihn lief es super. Und so soll es eigentlich auch im kommenden Jahr weitergehen. Aber jetzt hofft er zumindest bei seiner ersten ATP-Weltmeisterschaft, wie er selbst sagt, zumindest einen Satz zu gewinnen. Denn mehr rechnet er sich nicht aus.
schönes Aufschlagspiel, auch wenn viele diesen Ball gut gesehen haben wollen. Bruguera in Führung 1-0 für den Spanier zum Auftakt. Er kann sich freuen, 1-0 Führung. Einen Satzgewinn strebt er an. Es wird schwer gegen Stefan Edberg. Auch wenn er sich in den letzten Wochen nicht gerade in Topform präsentierte. Ich bin gespannt, wie der Schwede sich hier zeigen wird. Und es ist ja häufig so, dass man Edberg schon ein wenig abgeschrieben hat und plötzlich präsentiert er sich in absoluter überragender Leistung. Ich denke da so zum Beispiel an die Australian Open. Da hatte ihn keiner auf der Rechnung und urplötzlich stand er im Finale. Doch zurück zum Match. Erstes Aufschlagspiel für den Schweden. In der Zeitlupe ganz gut zu erkennen. Er wirft den Ball in der Tat nicht mehr so hoch, dadurch ist sein Schlagarm noch explosiver geworden. Jetzt deutlich schwerer auszurechnen als noch in den letzten Wochen, Monaten zuvor. Michael Stich sagte, sein Spiel sei leichter zu lesen. Man kann einigermaßen gut voraussehen, wohin der Aufschlag kommt. Das war ein Riesenproblem für Edberg und Tony Pickard und er haben sich da einiges ausgedacht, gefeilt und herausgekommen ist dieser hervorragende, gute, neue Aufschlag. Ja. 91,4 cm hoch ist das Netz an dieser Stelle, aber Edberg trifft, wie er will. Die Netzkante. Und da sage noch einer, der Schwede zeige keine Emotionen. Ein guter Beginn für den in London im Stadtteil Kensington ansässigen Schweden. Spanier gewiss nicht langsam, aber zu gut gesetzt. Der Volleystop. Eins beide. Sicher das richtige Rezept, gegen den Spanier da offensiv zu werden, früh ans Netz zu gehen, wenn immer die Chance besteht. Das mag der Spanier überhaupt nicht, wenn er da hinten beschäftigt wird, wenn er von der Grundlinie sein Spiel nicht aufziehen kann. Folge, drei Breakchancen für den 27-jährigen Schweden. Drei Möglichkeiten zum 2-1.
Der erste Aufschlag kommt nicht, der zweite zu schwach und überragend die Volleys, auch wenn hier mit etwas Glück, wie auch Toni Pickert sicherlich meint, erstmals die Führung für Stefan Edberg in diesem Match. Da sind sie, die beiden Kontrahenten, wie sie unterschiedlicher in ihrer Spielauffassung gar nicht sein könnten. Bruguera, der Mann, der fast ausschließlich von der Grundlinie agiert, und Stefan Edberg, dessen Spiel Surf und Volley ist, eigentlich ihm wie auf den Leib geschneidert. Der Mann mit der großen Erfahrung gegen den Neuling. Legt Edberg weiterhin so gut auf und spielt er die Volleys weiterhin so sicher, ist der Spanier wirklich chancenlos. Zwei Spielbälle Edberg zum 3-1. Schnelle 3-1-Führung für Stefan Edberg. Ein souveräner Auftakt. Ein einziger Punkt gewinnt für seinen Gegner, und das mit einem Doppelfehler spricht eigentlich für die neu gewonnene Aufschlagstärke des Schweden. Hat sich der Sergi Bruguera vielleicht sogar von Michael Chang abgeschaut. So, mit diesen Bällen, Longline-Passierbälle, hat er vorhin Jim Courier entzaubert. Verstehen, warum Sergi Bruguera da nachfragt. Für mich war der Ball auch klar im Aus. Vielleicht können wir in der Zeitlupe das noch einmal genau verfolgen. Nein. War doch noch ganz knapp dran. Also richtige Entscheidung vom Linienrichter. Zweites Break für Stefan Edberg nach diesem Doppelfehler von Sergi Bruguera. 4-1-Führung für den Schweden im ersten Satz.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als Matratzentester hat mir der Stefan Edberg am besten gefallen. Und vielleicht würde ihm Sergi Bruguera auch mehr daran liegen, dass er sich als Matratzentester weiter zeigt. Denn auf dem Tennisplatz hier führt er ihn derzeit vor. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Unsere Sendung Einspruch sehen Sie wieder am kommenden Dienstag. Zurück zum Match. 4-1-Führung Edberg im ersten Satz. Der erste Fehler im Match überhaupt von Stefan Edberg beim Flugball. Ist ein wenig weggerutscht. Surf und Volley, eine Reinkultur. Sehr schönen Zug ans Netz von Edberg. Und auch diese Bilanz der direkten Punkte spricht natürlich ganz klar für den Weltranglistenfünften. Unglaubliche Reichweite. 1,86 ist der große Stefan Edberg, aber ich glaube, dem Sergi Bruguera kommt es derzeit vor, als wäre er 3 Meter. Kein Vorbeikommen da, mit wenigen Ausnahmen. Es ist ein Spiel wie Hase und Igel. So kommt es mir jedenfalls vor. Eine ganz glatte Angelegenheit, zumindest was diesen ersten Satz hier angeht. 5-1-Führung Stefan Edberg, Aufschlag Sergi Bruguera. Bisschen nachlässig gespielt von Edberg, denn das ist neben seiner Vorhand eigentlich sein bester Passierschlag, diese Longline-Rückhand. Sehr schön den Schwung des Aufschlages mitgenommen, entsprechend den Schritt nach vorn gemacht. Perfekt retourniert von Stefan Edberg.
der Spanier immer dann stark, wenn er von der Grundlinie aus das Tempo diktieren kann. Das ist sein Spiel. Doch nur zu selten kommt es zu längeren Ballwechseln. Gutes Beispiel hier, die erstbeste Möglichkeit nutzt Edberg, um ans Netz vorzugehen. Reicht schon die Provokation eigentlich, das ans Netz stürzen, um Fehler zu provozieren. 12 Grundlinienfehler bislang vom Bruguera. Das waren fast alle Fehler aus der Not, also keine sogenannten Unforced Errors. Unkonzentriert gespielt von Stefan Edberg. Welch Wunder, nach einer glatten 5-1-Führung. So ein kleiner Durchhänger. Dann nicht mehr. Zurück zum Match. 5-2-Führung, Edberg. Die Möglichkeit jetzt, diesen ersten Satz an sich zu bringen. Der Hase Edberg hetzt den Igel Bruguera, der wirklich chancenlos ist. Respekt, der erste herausgespielte Punkt für Sergi Bruguera bei Aufschlag Stefan Edberg, der zuvor ganze 2 Punkte eingebüßt hatte. Ein Doppelfehler, ein verunglückter Volley, das war's auch schon. Vielleicht gibt das ja ein bisschen Selbstvertrauen. Nix da, sagt sich der Schwede. Nach knapp 24 Minuten. Die ersten beiden Satzbälle für Stefan Edberg. Scheint eine klare Sache zu werden, so wie man eigentlich hat erwarten können. Das Katz-und-Maus-Spiel. Eine glatte Angelegenheit. Zumindest im ersten Satz für den Schweden Stefan Edberg.
1:0 Spiel des Spaniers Sergi Bruguera, des French Open-Siegers des Jahres 93. Vielleicht gibt's Mut, neues Selbstvertrauen. Wir sehen in 70 Sekunden mehr aus Frankfurt. Vielleicht ist er ja auf der Suche nach Boris Becker. Im Programmheft taucht er auf. Dieses ist schon vor Beginn der Veranstaltung in Druck gegangen. Und da hatte Boris ja noch so seine Chancen. Er war lange zuvor schon qualifiziert, der Spanier Sergi Bruguera. Und Stefan Edberg schlägt auf, Spielstand 0-1 im zweiten Satz. Zweite Doppelfehler von Stefan Edberg. Heimlich, still und leise hat sich der Sergi Bruguera da ganz plötzlich Breakbälle erarbeitet. Oder besser gesagt, eigentlich gestattet ihm der Schwede diese Nachlässigkeiten im Flugballspiel. 15:40. Prima Return von Sergi Bruguera, genau in die Füße des heranstürzenden Stefan Edberg, und das wird belohnt. Der erste Aufschlagverlust der Schweden und damit eine 2:0 Führung für den 22-jährigen Katalanen. Aber auch das ist schon fast normal. Der erste Satz lief zu glatt, zu klar für Edberg. Und da wird man dann doch schon mal ein wenig nachlässig. Und diese Nachlässigkeit wird sofort bestraft. Er hat neues Selbstvertrauen gewonnen. Der Sergi Bruguera nach diesem Break. Nicht wiederzuerkennen. Der erste Aufschlag kommt. Er setzt nach und auch die Bälle von der Grundlinie haben nun deutlich eine bessere Länge. 3 Spielbälle Bruguera zum 3:0. Klasse gespielt. Kaum wiederzuerkennen, der Sergi Bruguera, da explodiert er förmlich.
Vielleicht braucht er auch erstmal eine Anlaufzeit. Nur ein Break, aber dennoch. Im Gegensatz zum ersten Satz ist jetzt hier ein richtiges Spiel entstanden. Ganz gut kennen. 3-0 Führung Bruguera, Aufschlag Edberg. Edberg hat seinen Rhythmus total verloren. Der Aufschlag war weitem nicht mehr so effektiv. Bruguera hat sich auf ihn eingestellt. Er ist leicht zu lesen und das ist sofort wieder die Schwäche. Der Stefan Edberg, der ein Riesenproblem hat, wenn der erste Aufschlag nicht so kommt, dass er sofort wirkt, dann kriegt er Riesenprobleme und kann sich nicht umstellen. Und der Gegner hat es dann relativ einfach, diesen Aufschlag zu lesen und darauf die Antwort zu finden. Zu sehen, eigentlich auch in dieser Situation ein kurzer Sidestep von Bruguera. Der Vorhand-Return wieder in die Füße des heranstürzenden Edberg. Und prompt der Fehler. Der erste Spielgewinn für den Schweden, für Stefan Edberg im zweiten Satz. Four.
Dieses Konzentrationsloch scheint bei Stefan Edberg überwunden zu sein. Zieht kurz das Tempo an. Konzentriertes Spiel des Schweden und drei Breakchancen für Edberg. Edberg auf Nummer sicher. Der zweite Satz wieder völlig offen. Er holt sich das Break zurück. Der Stefan Edberg verkürzt auf 2:3. Das dritte Match des Tages also in vollem Gange. 6:2 der erste für Edberg. 3:2 Führung für Sergi Bruguera. Auch liebe Zuschauer, denn morgen spielt der Michael Cheng gegen Michael Stich. Das zweite Match des Tages, also so circa 19:50, 20 Uhr. Michael Stich, für all diejenigen, die auch später hinzugekommen sind, hat sein erstes Match gewonnen gegen Andrei Medvedev. In zwei Sätzen glatt 6-3, 6-4. Zurück zu dieser Partie. Aufschlag Stefan Edberg. Der Schwede liegt hinten im zweiten Satz mit 2:3. Greifende Schritte des Mannes aus Barcelona. Gezittert von Stefan Edberg, den Ball nicht voll getroffen. Was soll's? Etwas problembehaftet, dieses Aufschlagspiel für Stefan Edberg, aber nach 0-3 Rückstand heißt es nun 3 beide. Und nun ist dieser zweite Satz wieder völlig offen. Das Niveau des Spiels nimmt deutlich zu. Sehr schön vorbereitet eigentlich dieser Netzangriff. Genau ins Eck gespielt, aber die Antwort von Bruguera umso besser. Oh.
Zuckerball von Sergi Bruguera, aber den kennen wir schon. Rückhand, Longline, reingedreht, herrlich gespielt. Zu Null Spiel von Sergi Bruguera, da greift er sich in die Haare. Nicken. Und hier ein kurzer Blick mal auf die Bälle. Die ATP hat eigene Bälle kreiert. In Key Biscayne ist dieser Versuch zunächst einmal fehlgeschlagen. Die Spieler haben gesagt, die Bälle viel zu schwer, gehen viel zu schnell kaputt. Und man hat jetzt in Arizona neue Bälle fertigen lassen und die entsprechen den Normen, 57 Gramm schwer, also absolut in der Norm, und die Spieler sind ganz zufrieden. Es gibt ja dort auch eine echte Norm, die will ich Ihnen auch noch vielleicht schnell nennen. Das Gewicht des Balles 56,7 bis 58,5 Gramm, so schwer darf er sein, und ganz interessant, er muss zwischen 1,23 Meter und 1,47 Meter hochspringen, wenn er bei 20 Grad Celsius aus einer Höhe von 2,54 Meter auf einen harten Untergrund fällt. So sind die Regeln. Der war gut, auch wenn Sergi Bruguera da lange Augen kriegt. Er lebt gefährlich. Typisch für Stefan Edberg, dieses Nachfedern, 3-4 kurze Schritte nach einem gelungenen Ball. Hier 1-2-3. Immer gefährlich für den Gegner, denn ein Zeichen dafür, dass Stefan Edberg sich absolut wohlfühlt. 4-4. Bruguera schlägt auf mit 9 Bällen. Ja, da hat er diesmal aufgepasst, der Stefan Edberg. 3-4 Mal wurde er da schon passiert auf der Vorhandseite mit diesem Rückhand-Longline-Ball und diesmal hat er die Ecke zugemacht. Oh!
Nicht umsonst haben sie ihn Dinureyev genannt. Das war so ein eingesprungener Achsel des Stefan Edberg. Chance für Stefan Edberg. Jetzt ein Break und das wäre es dann wohl für Sergi Bruguera. Nimmt der Spanier dankend an. Gepasst, der Stefan Edberg. Zu offensichtlich das Angebot des Sergi Bruguera, das werden wir in der Zeitlupe noch einmal sehen können. Hier deutlich zu sehen, dass er versucht, wieder über die Longline-Seite zum Erfolg zu kommen. Zum zweiten Mal Vorteil für den Schweden bei Aufschlag Bruguera. Oh!
den Platz voll ausgenutzt. Hat nicht viel gefehlt und Sergi Bulgera hätte diesen Volley sogar noch getroffen. Vierte Breakchance, Stefan Edberg. Und das erste Ass in dieser Partie überhaupt. Und schauen sich die Freude an von Stefan Edberg. 5 Breakchancen brauchte er, um zum vielleicht entscheidenden Break zu kommen. 5-4 Führung für Stefan Edberg, der nach einer kurzen Pause zum Matchgewinn aufschlagen wird. Mit 6:2 und 5:4 führt dieser Herr hier aus Schweden, Stefan Edberg, auf dem Weg zum ersten Sieg in diesem Turnier. In etwa hat das Spiel geboten, was man sich vorher von dieser Partie hat erwarten können. Ein Stefan Edberg, der deutlich verbessert hier aufgetreten ist. Im Verhältnis zu seinen Spielen in den letzten Wochen, ja Monaten. Und ein Sergi Bulgera, der im Rahmen seiner Möglichkeiten geblieben ist. Zweiten Satz sich deutlich hat steigern können, aber es reicht halt nicht, gegen einen stark motivierten Stefan Edberg hier zu bestehen. 6-2, 5-4 und Sie sehen es unten eingeblendet, noch nicht einmal eine Stunde gespielt hier in der Frankfurter Festhalle. Stefan Edberg serviert vielleicht zum letzten Mal. 15-0. Ein klein wenig Hoffnung keimt da auf beim Spanier, der sich hier bei den letzten beiden Bällen sehr, sehr gut bewegt hat. Steht optimal zum Ball. 15:30. Thank you.
Noch etwas mehr als einer Stunde Spielzeit. Matchball Nummer 1 für den Schweden Stefan Edberg. Letzter Ballwechsel, eigentlich beispielhaft für das gesamte Match. Ein Stefan Edberg, der mit Surf und Volley zum Erfolg kommt. Ein leichtes, ein lockeres 6:2 und 6:4 über den French Open-Sieger Sergi Bruguera, der, wie wir haben sehen können, auf diesem Belag fast wirklich chancenlos ist. Zumindest gegen einen Stefan Edberg, der heute in imponierender Form gezeigt hat, dass mit ihm zu rechnen ist bei diesem Turnier. Ein Sieg hat er in der Tasche. Seine weiteren Gegner Pete Sampras und Goran Ivanišević. Die beiden treten morgen gegeneinander an in der ersten Partie des Tages. Und Sergi Bruguera wird es schwer haben, hier sein Ziel zu verwirklichen, zumindest zu einem Satzgewinn zu kommen. Denn mit Ivanišević und Sampras hat er auch zwei Gegner, die ähnlich stark servieren, stark volieren, wie sein Gegner heute, Stefan Edberg. Also 6-2, 6-4 Erfolg für Stefan Edberg. Und ich glaube, der kann ganz zufrieden unten am Mikrofon Erich Laser begrüßen. Stefan Edberg ist bei uns. Stefan, congratulations. First match, Glückwunsch, first win. Erstes Spiel, erster Sieg. Did you expect it? Ging ja alles recht schnell, hätten Sie es erwartet? Nein, man weiß ja eigentlich nie. Ich war schon darauf vorbereitet, gut zu spielen, weil ich mich in den letzten Wochen gut gefühlt habe und auch körperlich gut drauf war. Es hat mir Spaß gemacht. Was passierte denn im ersten Abschnitt des zweiten Satzes? Denn der erste Satz war ja nahezu perfektes Tennis. Ja, ich habe gut begonnen, aber manchmal verliert man eben ein wenig die Konzentration. Er hat einige gute Punkte gemacht, ich habe dann die Konzentration verloren, da gab es ein, zwei Punkte, die haben ihn besser reingebracht in den zweiten Satz, aber ich habe mir nicht so viel Sorgen gemacht, ich habe gesagt, du hast immer noch die Chance zu breaken. Das war das dritte Spiel, das wir heute gesehen haben. Ist es gut, dass Sie ab und zu mal warten müssen oder würden Sie gern wissen, welches Spiel Sie jetzt gerade spielen und dann gleich auf den Platz gehen? Natürlich ist es immer besser, wenn man das erste Spiel hat, etwas früher am Nachmittag. Aber heute Abend war es ja nicht allzu spät. Und man muss ja nicht den ganzen Tag da warten, aber es ist kein Problem. Einige sagen, das war im Grunde nur der Opener, der Beginn. Die großen Brocken wie Sampras und Ivanišević kommen noch. Wie sehen Sie Ihre Chancen in der Gruppe? Nun, nachdem man das erste Spiel gewonnen hat, hat man immer gute Chancen. Vor allen Dingen, wenn man glatt gewonnen hat in zwei Sätzen. Ich denke, ich komme weit in dieser Gruppe. Vielen Dank, Stefan. Viel Glück für die nächsten Spiele.